Hallo, da bin ich wieder. Heute gibt es wieder einen Teil von meinen Bienen. Ich muss unbedingt durchschauen. Die Schwarmzeit hat begonnen. Jetzt müssen wir halt immer regelmäßig gucken, dass da wirklich nichts passiert. Gucken, ob die Bienen genug Platz haben, zur Not erweitern. Ich habe einmal ohne euch noch reingeschaut, und zwar am 18.03. Da musste ich definitiv erweitern, weil die Bienen schon auf die Futterwabe Brut gelegt haben. Ja, und deswegen ist jetzt wieder Kontrolle angesagt, meine Sonntagskontrolle. Ich gucke einmal durch und nehme euch da jetzt mit. Ja, dann kommt mal her. So, ich bin heute mal mutig. Ich habe, wie ihr seht, keine Imkerjacke an, keine Handschuhe. Es ist super warm. Ich hoffe mal, dass die Bienen einfach zu beschäftigt sind, um mich zu stechen. So, einmal ein ganz kurzer Blick in den Honigraum. Da wird noch gar nichts passiert sein. Das Volk, oh, eine sitzt drauf. Aber ausgebaut ist da noch gar nichts. Ist aber gar nicht so schlimm. Ich habe ihn draufgestellt. Er behindert die Bienen jetzt nicht. Es ist warm genug. Das heißt, die müssen den Raum auch nicht extra so stark mit anwärmen, dass da was passiert, dass sie da zu viel Energie verschwenden. Deswegen geht das eigentlich. Und deswegen kann ich ihn auch einfach drauf lassen. So, wie ihr seht, es ist eigentlich ziemlich viel los. Die Rähmchen sind alle voll. Das Sheet, selbst auf dem Sheet haben die schon angebaut und Honig eingelagert. Das muss ich gleich erstmal entfernen. Dafür werde ich mir dann aber doch Handschuhe anziehen. So, ich habe mir dann nochmal meine Handschuhe geholt, um zu schauen. Also hier seht ihr ein ganz dickes Brutbrett. Auch alles voller Maden und Stifte. Die Seite sieht genauso aus. So, ich habe mir dann jetzt doch meine Jacke angezogen. Die sind mir doch ein bisschen zu unruhig. Das Problem ist, werdet ihr jetzt sehen, mit der Art, wie ich das gemacht habe, von der deutschen Normalbeute rüber zu setzen in die Dadant. Ich habe natürlich rechts und links Freiraum. Und den bauen die Bienen natürlich auch aus. Ich hatte gehofft, dass sie das gerade zwischen dem Rähmchen und dem anderen Rähmchen machen. Aber wie ihr jetzt hier sehen werdet, haben sie das nicht getan. Die haben also hier, wie ihr seht, doch quer gebaut. Ist natürlich nicht so schön, das werde ich jetzt auch erstmal entfernen. Aber hier ist auch alles mit Stiften verdeckelt. Also von der Bienenmasse her bin ich super zufrieden. Ist ganz toll. Hat sich echt gut gemacht. So, das muss ich jetzt entfernen. Schaue ich mal an, dass ich nicht so viele Bienen. Verletze. Es wird erstmal auf den Boden gelegt, damit die Bienen da wegkommen. Und die Wabe wird jetzt wieder reingehangen. So, die nächste Wabe, die ich ziehe, die habe ich am 18. April reingesetzt. Heute ist der 21., also 3 Tage. Und wie ihr seht, die ist komplett ausgebaut. Ein großer Bereich ist schon bestiftet. Oben ist schon Futter eingetragen. Auf der Seite sieht es genauso aus, der größte Teil ist schon bestiftet. Das ist natürlich super. Und hier ist auch wieder die Königin. Ich weiß nicht, kann man sie sehen. Hier. Wo ist sie jetzt? Da. Sie kommt aber sofort wieder rein. Mm-hmm.
jetzt schaue ich mir noch mal die letzte Wabe an. Das war die Brutwabe, die auch schon zum Teil bestiftet war. Und wenn ich jetzt schaue, ja, ein paar Stifte sind drauf. Wir haben da aber aufgehört und jetzt dann auch angefangen, wieder Pollen einzulagern und Futter. Ja, das sieht ganz gut aus. Die Seite gefällt mir nicht so gut, deswegen habe ich die außen gelassen. Aber so wie es aussieht, brauche ich jetzt noch nicht erweitern. Muss jetzt aber wirklich darauf achten, dass ich da wöchentlich reinschaue, um zu sehen, ob die Bienen noch genug Platz haben. So, und den Wildbau auf dem Sheet entferne ich jetzt auch direkt. Und das Stück Wildbau, das werde ich jetzt auch abschlagen. So, dann kann es gleich schon wieder zugemacht werden. Das war es jetzt schon wieder von mir. Das ist ein sehr schöner Drohnenwildbau. Sieht echt super aus. Werde ich aber dann jetzt einschmelzen. Ja, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen, der kurze Einblick. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen, wenn es euch gefallen hat. Oder lasst mir ein Abo da. Das war es dann von meiner Seite aus erstmal wieder. Und dann wünsche ich euch noch schöne, sonnige Ostertage. Bis dann. Tschüss.